herzlich willkommen zum neuen Video. Dieses Video mache ich jetzt wegen den Abiturienten. Das Abitur steht an. In Baden-Württemberg ist es, glaube ich, der 7. April hat der Abi, wenn ich es jetzt richtig weiß, keine Garantie. Ich weiß nicht genau, wie es in den ganzen anderen Bundesländern ist, das kommt ja immer drauf an. Auf jeden Fall geht es jetzt langsam in die Abi-Phase. Und ich bekomme immer wieder Anfragen von euch, weil ihr irgendwie Nachhilfe noch irgendwie nehmen wollt vom Abitur oder einen Crashkurs machen, was ja an sich auch geht. Allerdings mache ich das eben nur wirklich hier in Tübingen. Und dann schreiben mir ganz viele von euch, ja, ich komme aber nicht aus Tübingen, weil Tübingen ist halt wirklich zu weit weg, weil ich irgendwo ganz anders wohne. Was kann ich denn jetzt machen, um mich vorzubereiten? Und weil ich da so viele Anfragen bekommen habe, habe ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, was es eigentlich für Abiturienten so gibt, die sich aufs Mathe-Abi nur vorbereiten möchten. Und ich habe dabei eine Sache gefunden, und zwar ist das die Nachhilfeschule des Jahres 2015. Das ist Abiturma. Ich zeige euch das gerade mal hier. Ihr findet das auch einfach auf abiturma.de. Ich werde das Ganze nachher auch nochmal besser einblenden, dass ihr das seht, weil das ist immer ein bisschen schwierig, wenn das dann spiegelt. Auf jeden Fall ist das eine Nachhilfeschule, wo ihr 5 Tage Nachhilfe bekommt von Kursleitern, die entweder ihr Mathe-Abi oder sogar ihr Studium mit der besten Note 1,0 abgeschlossen haben. Das Ganze kostet nur 139 Euro, das ist wirklich vergleichsweise billig, wenn man mal schaut, was andere Nachhilfeschulen so verlangen, und das sind eben wirklich ganze 5 Tage. Und ihr bekommt auch noch euer komplettes Geld zurück, wenn ihr nach dem ersten oder zweiten Kurstag nicht zufrieden seid oder wegen Mathe durchs Abi fällt. Das heißt, eigentlich habt ihr hier wirklich nichts zu verlieren. Was auch noch mit dabei ist, ihr bekommt ein 300-seitiges Kursbuch. Das seht ihr hier auch in der Mitte, werde ich auch gleich nochmal deutlicher zeigen. Damit ist Abiturma nicht nur von der Leistung her, sondern auch von Geister deutlich besser als die anderen Nachhilfeinstitute, die ich jetzt im Internet gefunden habe, die Mathe-Abi-Kurse anbieten. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal gemeinsam die Webseite von Abiturma an. Hier seht ihr jetzt die Webseite von Abiturma. Einfach www.abiturma.de. Dann kommt ihr hier zum Intensivkurs fürs Mathe-Abitur. Wie gesagt, 5 Tage für 139 Euro. Ihr seht, das gibt es hier in 68 Städten. Wir scrollen jetzt mal zusammen runter. Da habt ihr eben nochmal die Sachen, was es gibt. Das habe ich ja gesagt, dass die alle eine Bestnote haben, 1,0. Kursbuch ist drin mit 300 Seiten. Das ist also wirklich ein komplettes Buch, wo das richtig gut erklärt wird. Und die Zufriedenheitsgarantie habt ihr auch noch. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer sind denn eigentlich so die Kursleiter, könnt ihr einfach mal hier draufklicken auf Liste unserer Kursleiter. Dann seht ihr hier die ganzen Namen. Wenn ihr vielleicht kennt, hier Johann Beurich aus Dresden, das ist der Dorfuchs, der die Mathe-Songs auf YouTube gestellt hat. Da gibt es so ein Video zu einem Song über die Polynomdivision, das ziemlich bekannt ist, kennen auch ziemlich viele Schüler, weil es echt gut zu merken hilft. Vielleicht habt ihr den ja schon mal gesehen. Und auch die anderen hier sind wirklich super Kursleiter, also zum Beispiel Stefanie Arendt aus Bremen. Seht ihr hier, die schreibt gerade Doktorarbeit in Didaktik der Mathematik. Für die, die jetzt nicht wissen, was Didaktik bedeutet, da geht es einfach darum, wie man Mathematik gut unterrichtet und erklärt, sodass es eben Schüler verstehen. Also nicht nur die Inhalte, sondern auch wie man es rüberbringt. Das heißt, sie ist danach wirklich Expertin auf dem Gebiet. Schauen wir nochmal zurück. So, da wären wir wieder. Ja, hier seht ihr eben das Team. Hier gibt es verschiedene Impressionen. Wenn ihr euch so ein paar Bilder von dem Kurs anschauen wollt, einfach mal anklicken, ein bisschen rumschauen. Könnt ihr dann selber einfach mal noch ein bisschen stöbern. Und hier seht ihr jetzt die Termine, wenn ihr Lust habt, euch für einen Kurs anzumelden. Wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt aus Baden-Württemberg, wollt noch kurz vorm Abi einen machen, die hier sind leider schon vorbei, aber wie ihr seht, in Konstanz ist noch einer vom 19. bis 23. März. Das heißt, da könntet ihr jetzt noch teilnehmen. Hier in Villingen gibt es auch noch einen etwas später im März. Stuttgart haben wir auch noch März, April. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge, auch in anderen Bundesländern. Dann könnt ihr einfach mal durchschauen. Und ihr seht hier, das sind nur 4,70 Euro pro Unterrichtsstunde. Und jetzt mal ganz ehrlich, wo kriegt ihr schon Nachhilfe für 4,70 Euro in der Stunde? Also selbst wenn ihr eurem Nachhilfelehrer Mindestlohn zahlen würdet, wärt ihr schon bei 8,50 Euro in der Stunde. Und ich glaube, wenn ihr bei jemand Abi-Nachhilfe nehmt und ihr findet da echt jemand für Mindestlohn, also 8,50 in der Stunde, da könnt ihr, glaube ich, ganz, ganz schön lange suchen. Also normalerweise 15 bis 20 Euro in der Stunde, wenn ihr da Einzelnachhilfe wollt, bei einem Studenten oder so, sind da schon angebracht. Das heißt, wenn ihr hier wirklich 4,70 pro Stunde zahlt, ist das fast geschenkt. Ich hoffe, der Tipp hilft euch weiter und ihr findet in eurer Stadt oder in eurer Nähe noch einen Abiturma-Kurs, bevor das Mathe-Abi beginnt. Könnt nochmal richtig gut wiederholen und so einen Crashkurs machen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Mittwoch. Da gibt es wieder ein Buchrezension mit Gewinnspiel. Und am Sonntag darauf um 14 Uhr gibt es eine vorgeeignete Klausur für Wirtschaftswissenschaften. Bis dahin, macht's gut! Das ist meine neue Nummer 1, denn hier steht wirklich alles drin. Nicht nur Beispiele, sondern auch noch die Erklärungen, die Definitionen, Sätze. Und ich würde sagen, nicht so viel reden, lieber mal zeigen, was ihr mit diesem Buch alles machen könnt.
Schauen wir einfach mal das Inhaltsverzeichnis, um welche Themen es hier überhaupt so geht. Ihr habt zunächst mal hier eine Übersicht, das finde ich schon mal ganz toll, über wichtige Potenzreihen oder Stammfunktionen, Ableitungen, was man da eben so alles braucht. Das heißt, wenn man jetzt nicht mehr weiß, was war nochmal 1 geteilt durch x integriert, dann kann man einfach kurz hier nachschauen.